Hallo zusammen hier bei Kelomit Photographic. Die Sony Alpha 7S III konnten wir bereits als Produkt vorstellen. Nun hatten wir die Gelegenheit, die Kamera unter realen Bedingungen auszuprobieren. Heute geht es noch einmal um die Sony Alpha 7S Mark III und man kann schon sagen, dass sie eine ausgewiesene Vollblut-Videokamera ist. Fotografie beherrscht sie zwar auch, aber wer sich generell eine A7S kauft, hat mehr das Video im Blick. Bevor wir gleich durch die Nacht ziehen und mit der Kamera ein paar Aufnahmen machen, noch schnell eine Runde um die Kamera herum und die, wie ich finde, wichtigsten Dinge angesprochen. Die meisten Neuerungen hatten wir ja bereits in unserer Produktvorstellung gezeigt. Darum will ich das hier auch nicht noch einmal alles ausrollen. Aber ein paar Dinge gibt es schon noch. Die angenehmste sichtbare Neuerung ist sicher das dreh- und schwenkbare Display, mit dem Videografie noch cooler wird. Ich kann bequem das Bild aus jeder Position kontrollieren und damit verbunden ist der Videoaufnahmeknopf. Denn der liegt nun oben. Warum liegt der da? Nun, für den, der hinter der Kamera steht, ist das vielleicht nicht so entscheidend. Wenn man lange genug mit einer Kamera arbeitet, weiß man ja, wo die Knöpfe liegen. Aber wenn ihr euch selbst filmen müsst, so wie ich das hier gleich zeige, dann ist es schon eine Erleichterung. Also Signal an alle Vlogger und One-Man-Show-Filmer da draußen. Klappdisplay und Aufnahmeknopf liegen genau richtig. Griffiger und größer ist sie natürlich auch geworden. Die Haptik ist super und die Größe hat sicher auch mit dem neuen Sony Z-Akku zu tun. Denn die sind ja größer und damit auch leistungsstärker, halten also länger durch. Denn ordentlich Power benötigt die Alpha 7S III. Noch LKWs hier auch unterwegs. Aber zurück zum Thema. Damit könnt ihr nämlich in 4K in 120 Bildern pro Sekunde filmen, in Full HD in 240 Bildern und wer es gerne professioneller braucht, jetzt alle mal kurz hinsetzen, kamerainterne Aufnahmen in 10-Bit Tiefe und 422 Farbsampling. Noch mehr geht über einen externen Rekorder. Dafür hat Sony der Kamera einen Full-Size HDMI-Anschluss spendiert, womit ihr dann in 16-Bit RAW produzieren könnt. Kamerainternen werden simultan verschiedene XAVC-Dateien und Proxy-Daten erfasst. Aber das geht mir jetzt auch für dieses Video zu weit, denn wir wollen ja Ergebnisse sehen. Dafür starten wir gegen 21 Uhr wieder bei der Oberhafenbrücke. Und da steht sie, die wohl schrägste Kneipe Hamburgs. Die Oberhafenkantine von 1925 mit der kuriosen Schräglage. Und die A7S III bekommt gleich ordentlich etwas zu tun. Ich fotografiere zunächst aus der Entfernung und die Kamera arbeitet wie ein Restlichtverstärker. Hier bei ISO 16000 und noch einmal eine Ausschnittsvergrößerung. Aber ich wollte eigentlich die Slow-Motion-Fähigkeiten testen. Und was liegt da näher? Ihr habt es schon geahnt. Wie eben beschrieben, nimmt die Sony A7S Mark III 120 Bilder in 4K auf und 240 Bilder in Full HD. Damit lässt sich schon etwas anstellen. Wir gehen weiter. Wie dunkel es nun wirklich ist, zeige ich euch hier einmal mit meiner Begleitkamera. Man kann sagen, es ist stockfinster. Die Sony arbeitet die Situation super ab. In dem Videomaterial stecken so viele Informationen drin. Und wer hier auch nur ein bisschen nachregelt, erhält noch eindrucksvolleres Bildmaterial. Nebenan liegen die Deichtorhallen mit dem Haus der Fotografie und auch hier machen wir ein paar Aufnahmen. Und es macht Spaß hinterher am Rechner die Bildergebnisse zu sichten, denn die Sony liefert richtig gut ab. Ich beende gegen 23 Uhr meinen Praxischeck mit diesem Motiv hier. Es ist mittlerweile so dunkel, dass ich die Einstellräder nicht mehr erkennen kann. Am nächsten Morgen geht es nach Berlin. Dort soll das Wetter besser sein. Und wirklich, hier scheint die Sonne. Und so arbeitet die Sony Alpha 7S Mark III bei Tageslicht. In Foto und in Film. Hier bei einer kleinen Stadtrundfahrt. Das Problem des Rolling Shutter Effekts scheint auch eingedämmt zu sein. Die Fahrt ist zügig und die Laternenmasten bleiben allesamt gerade.
Der Sensor ist übrigens 12,1 Megapixel stark. Warum ist es so? Die Kamera ist auf Video ausgelegt und das auf professionellem Niveau. Wenn die Sony 4K-Videoaufnahmen erstellt, dann nimmt sie mit 3840 bei 2160 Pixel auf. Das entspricht knapp 8,3 Megapixel und daher ist dieser Sensor hier mit noch ein bisschen Luft nach oben für ein leichtes Oversampling genau richtig. Denn je größer die Pixel sind, desto weniger rauscht ein Bild. Innerhalb der Fotografie löst sie dann im Bildverhältnis 3 zu 2 mit 4240 mal 2832 Pixel auf. Und das sind dann 12 Megapixel. Das Menü der Sony Alpha 7S Mark III ist übrigens auch neu. Das ist nun dreispaltig bzw. in drei aufeinander aufbauenden Spalten aufgebaut. Und man findet sich sehr leicht und natürlich noch schneller zurecht als zuvor. Dies gilt besonders für Neueinsteiger in das Sony-System. So, und nun noch die Frage, wohin mit den ganzen Daten? Dafür gibt es an der Alpha 7S III zwei duale Kartenslots. Da passen zwei SD-Karten oder zwei CF-Express-Karten Typ A oder jeweils eine von beiden hinein. Wofür braucht man eigentlich die neuen CF-Express-Karten Typ A? Tatsächlich nur für zwei Einstellungen. 4K 120p im All-E-Codec oder Full HD in 240p. Alle anderen Codecs inklusive 4K 120p in H264 oder H265 sind mit SD-Karten aufnehmbar, wenn diese schnell genug sind. So, ich hoffe, unser Praxischeck mit der Sony Alpha 7S hat euch gefallen und das Wetter hat euch nicht zugesetzt. Na denn, macht's gut, in Hamburg ist es so. Wir sehen uns bei Kalumet.